Hallo, meine lieben Freunde der großen und kleinen Eisenbahn. Heute ist euer Klaus wieder hier. Ihr wisst, ich habe kein Update vom Bau, weil meine Hand hier einfach kaputt war, Verstauchung. Das ist, naja, recht langwierig und auch schmerzhaft. Deswegen, es ist jetzt so halbwegs über, bestimmte Bewegungen gehen noch nicht, aber es kommt. Allen, die mir ihre Genesungswünsche geschickt haben, möchte ich jetzt recht herzlich dafür bedanken. So, wie ich sagte, baulich hat sich in der Zwischenzeit gar nichts getan. Dafür sind aber ein paar Dinge aufgetaucht, von denen ich euch heute erzählen will. Das Ganze ist ein kurzes Video und so sehen wir hier jetzt als erstes nochmal noch Probleme, die ich mit den Rundweichen in der Wendel bekommen habe. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch dazu eine Lösung. Das Weitere wird jetzt dann die Lösung der Blackbox sein, damit ihr seht, wofür das Ganze gut ist. Und last not least werde ich einen kleinen Ausblick auf die anderen Bautätigkeiten. Das heißt also eigentlich, naja, es geht schon praktisch in die Landschaftsgestaltung oder ganz einfach das Chemiewerk sein. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann sind wir auch mit den baulichen Aktivitäten, um vom Bahnhof in das Rheintal zu kommen, so weit, dass man wieder etwas zeigen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und nun viel Spaß. So, das Weichenproblem sieht also so aus, wenn ich hier mit dem Schienenbus zum Beispiel den äußeren Radius fahre, läuft der Schienenbus ohne Probleme durch. Ebenso der innere Schienenkranz, der innere Radius, wird problemlos über die Weichen gefahren, ist überhaupt gar kein Thema. Wenn ich jetzt aber die Schienen wechseln will, also im Prinzip vom Äußeren jetzt auf den Inneren und dann auch wieder auf den Äußeren, dann sieht man es jetzt schon dabei, dann bleibt der Schienenbus permanent stehen und es ist mir nicht möglich, den Schienenbus wirklich laufen zu lassen, obwohl ich schon zusätzliche Stromversorgung gelegt habe. Ich weiß nicht, wo ich jetzt diesen Fehler noch suchen soll. Ideen bitte in die Kommentare. Ja, und jetzt kommen wir zu des Rätsels Lösung dieser Blackbox. Ich hatte ja einiges bzw. nichts zu tun und da habe ich im Video mal ein bisschen rumgestöbert und bin auf diese Box gestoßen, die verwendet wird, um Internetsteckdosen anzuschließen und entsprechend auch anzusteuern. Der Vorteil dieser Mimik ist, dass ich hier 8 Anschlüsse pro Anschluss habe und mit diesem Werkzeug, einem sogenannten LSA-Werkzeug, dort reinstecken kann. Das überschüssige Kabel wird abgeschnitten und das Kabel sitzt fest. So, und jetzt zeige ich das Ganze mal, wie das ist. Im Prinzip, das Stück Kabel wird damit einfach auf diesen Block gelegt. Ja, so leicht eingedrückt und dann mit dem Werkzeug entsprechend fixiert. So, nur aus der Hand heraus, wie ich es jetzt hier demonstrieren möchte, funktioniert das Ganze nicht. Wir brauchen einfach eine feste Unterlage, damit das Kabel bis unten an den Anschluss auch fixiert wird. So, das heißt also hier, das ist jetzt ein 8-fach Anschluss, 8x8, ich kann jetzt hier 64 Kabel
anschließen und damit kann ich mein BW komplett hier drauflegen. Das heißt, über diese Anschlüsse wird das auf meinem Brett hier angesteuert und über die RJ45 Stecker wird dann der Teil, der auf dem BW auf diesem Brett schwebt, dort angeschlossen. Und wenn ich nochmal das Ganze abheben muss, dann brauche ich eigentlich nur noch diese RJ45 Steckdosen rausnehmen und das Ganze ist dann damit erledigt. So passt es praktisch in die Ecke von dem Segment und tut hoffentlich dann seine Tätigkeit. Im dritten Teil möchte ich euch jetzt einfach mal meine Bauaktivitäten für den Landschaftsbau mit vorstellen. Und dieses ist eben eine größere Anlage, weil ich ein Chemiewerk realisieren möchte. Wie ihr hier auf diesem Bild seht, besteht die ganze Anlage doch aus vielen Einzelteilen. In der Mitte ist natürlich das Hauptwerk, so wie wir es in vielen Großchemieanlagen finden. Links davon, von Auhagen, ist eben ein Kessel, der Rohöl oder sonstige Dinge beherbergt. Ganz links ist nochmal eine Kolonne. Links im Vordergrund, da sind die ganzen Rohrleitungen, die verarbeitet werden. Rechts im Bild haben wir nochmal Rohrleitungen mit einer Abfüllanlage, wo das Ganze über eine Brücke geht, damit man unten drunter auch mit einer Straße dann befahren kann. Und ganz rechts nochmal entsprechende Kolonnen und im Vordergrund schon etwas angefangen, dann einfach zusätzliche kleine Tanks, die dann dazu dienen, so ein Chemiewerk auch mit zu versorgen bzw. Fertigprodukte zu lagern und mit LKW oder mit Schienenverkehr, aber auch mit Schiffsverkehr nachher dann wieder wegzutransportieren. Insgesamt sind diese Bausätze, wie ihr hier seht, über 2000 Einzelteile, die hier zusammengebaut werden müssen. Zusätzlich kommt dann die gesamte Beleuchtung für so ein Chemiewerk, da ja diese ganzen Einrichtungen, Vorrichtungen, Messgeräte, sonst was ja auch nachts abgelesen werden müssen, denn so eine Anlage läuft ja rund um die Uhr. So, ich hoffe, dass ich irgendwann damit anfangen kann und das wird dann auch am Ende des Rheintals entsprechend eingebaut werden. So, das war's für heute. Bis demnächst. Tschüss, sagt euer Klaus.